Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Captain Vivi und heute gibt es das New York Recap und wir schauen uns auf jeden Fall an, was waren die letzten Tage so los. Ich werde euch ein paar Bilder einblenden und ich habe auch noch hier tatsächlich zwei Gäste, die ich in meinem Airbnb hatte und die unter anderem auch auf der Comic-Con waren, unter anderem auch Viviana sind und dementsprechend auch ein bisschen von dem Gesamtgeschehen hier berichten werden. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Ansonsten noch mal ein ganz kurzer Hinweis, es wird bis zum 21. Oktober hier auf dem Kanal keine Videos geben, einfach aus dem Grund, weil ich hier in New York ein bisschen Urlaub mache und ab dem 22. wird es dann wieder Update-Videos regulär geben. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall dort schon mal auf die Update-Videos dann ab dem 22. Oktober wieder. Erster Tag am Donnerstag war erstmal die Vivi-Party, beziehungsweise Kick-Off-Party für die Comic-Con unter anderem. Und diese war meiner Meinung nach jedenfalls eigentlich ziemlich cool gemacht. Ich blende hier an dieser Stelle auch mal ganz kurz einige Stories von Instagram ein. Insgesamt der erste Eindruck von der Party war schon erstmal für mich persönlich jedenfalls sehr positiv. Man hat viele Leute kennengelernt, neu kennengelernt oder auch tatsächlich ja, wiedergesehen. Ich finde persönlich, dass diese Events, auch diese Partys extrem cool sind, einfach um Kontakte knüpfen zu können, um auch Leute wiederzusehen und ja, Freundschaften eventuell auch zu pflegen. Von daher für mich persönlich auf jeden Fall der Donnerstag ein voller Erfolg. Und jetzt würde ich noch mal ganz kurz der Knight Rider seine Sicht auf die Dinge geben, wie er den Donnerstag empfunden hat. So, ich bin Knight Rider, aka Patrick. Manche von euch kennen mich auch schon. Ich war ja auch bei einem letzten Vivi-Events auf Nana dabei gewesen. Und ich muss sagen, die Vivi-Party, die war auf jeden Fall auf einem höheren Level gewesen, als das beispielsweise, zumindest von dem, was ich mitbekommen hatte, in der D-Con in Anaheim der Fall gewesen ist. Und da haben sie sich auf jeden Fall schon ganz krasse Sachen einfallen lassen. Vor allem die Show-Acts dort waren auch ziemlich cool gewesen, die ihr auch gerade in den Instagram-Stories, die eingeblendet worden sind, gesehen hattet. Und ich muss sagen, ich fand es ziemlich cool, dass man da auf offene Leute getroffen ist, man direkt auch ins Gespräch gekommen ist und die Leute einen auch wirklich herzlich empfangen haben, nicht irgendwie, ich sag mal, abgeneigt gewesen sind, mit einem zu sprechen und man wirklich jeden ansprechen konnte und direkt ins Gespräch gekommen ist, sodass man auch da neue Leute auf Anhieb kennengelernt hat, teilweise auch schon Freundschaften geschlossen hat und man sich auf jeden Fall freut, wenn man die dann nächstes Jahr auf den weiteren Vivi-Events wiedersehen kann. Dementsprechend, das war auf jeden Fall eine sehr coole Experience, die man da hatte und das war auch halt in dem Paradise Club gewesen. Die Vivi-Party, die ist ziemlich, ich glaube, das ist einer der Top 5 exklusiven Clubs in New York und da muss man halt auch einfach sagen, dass das auf jeden Fall eine sehr coole Location war und auch direkt in der Nähe vom Times Square hatte man auch eine ziemlich gute View, deswegen war auf jeden Fall eine nice Experience, die man da bekommen hat. So, nun haben wir den Donnerstag abgeschlossen und kommen zum Freitag. Freitag war der erste Tag der Comic-Con in New York und ja, da gab es natürlich auch einiges zu sehen. Wir haben unter anderem auch viele Drops bekommen und Vivi war ja unter anderem auch in der Marvel-Booth vertreten, was natürlich dafür auch gesorgt hat, dass viele Leute, die sich generell für Marvel interessieren, auch in die Vivi-Booth gekommen sind. Wir haben in einem Video von Eagle beispielsweise mit einer der Discord-Mods von Vivi mitbekommen, dass roundabout 150 bis 200 Leute anscheinend pro Tag wirklich in diese Booth gekommen sind von Vivi und sich tatsächlich auch informiert haben. Finde ich persönlich eine interessante Zahl, ob die jetzt so korrekt ist, kann man natürlich schlecht verifizieren. Ich denke aber schon, und das, was ich auch gesehen habe, dass dort einige Leute vorbeigekommen sind, sich das wenigstens mal angeschaut haben, vielleicht sogar die App runtergeladen haben, einen Code bekommen haben und dementsprechend auch das, denke ich, zum User-Wachstum definitiv minimal mit beigetragen hat. Aber ich denke, im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist sehr, sehr wichtig, diese Präsenz auch zu zeigen in Kombination mit Marvel, um einfach, ja, Vivi zu einer Art Standardprodukt auch von Marvel zu machen, dass die Leute da einfach einen Wiedererkennungswert über die Zeit haben. Ansonsten wurden unter anderem ja auch noch Comics
verkauft in der Vivi Booth, und zwar nämlich diese Spider-Man-Comics. Werde ich an dieser Stelle nochmal ganz kurz einblenden. Es hieß eigentlich, dass am Donnerstag schon alle Spider-Man-Comics weg gewesen seien und dass tatsächlich jetzt am Freitag gar keine mehr verfügbar gewesen sind. Das war aber tatsächlich nicht der Fall. Wir haben noch welche bekommen. Es waren dann irgendwie tatsächlich von der Qualität die schlechteren Comics. Ansonsten gab es tatsächlich auch so eine Info, die ja mehr oder weniger ziemlich schwammig war, über die Comics selber, was für eine Edition-Auflage die haben. Laut vielen Leuten soll das so zwischen 600 bis 700 Virgin Variants geben. Ja, und so zwischen 1000 bis 2000 von diesen normalen Covern. Das ist halt ziemlich schwammig formuliert worden. Da hat man sich jetzt irgendwie nicht auf eine konkrete Zahl festgelegt, was ich ein bisschen schade fand. Aber was wir auf jeden Fall sagen können, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geringe Auflage von diesen Comics. Und dementsprechend auch, finde ich persönlich, sehr interessant für die Zukunft. Einfach weil, ja, diese Comics nicht nur für Vivi-Sammler interessant sind, sondern generell für den gesamten Marvel-Markt. Ansonsten gab es noch am Freitagabend eine weitere Party, und zwar nämlich die Golden Silver Logo Party. Sie war natürlich leider etwas exklusiver, da dort einfach nur Leute mit einem Logo Zutritt hatten. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Party, und ich kann einfach nur sagen, jeder, der da draußen ein Logo hat, haltet es. Es wird sich auf jeden Fall auszahlen. Ansonsten würde ich jetzt nochmal ganz kurz der WC-Ente aka Simon ein paar Eindrücke geben, was er zum Beispiel mitbekommen hat, an Erfahrungen gemacht hat, beispielsweise eventuell auch mit David Yu. Ja, ich hatte auf jeden Fall freitags eine ziemlich coole Experience mit dem David, und zwar kam ich da eben zur Vivi Booth zurück und habe gesehen, dass die da gerade restockt hatten, auch die Bundles mit der Virgin Variant, und dann habe ich mir schnell 10 Bundles gesichert. Und dann aber auch gesehen, dass David gerade mit einer Gruppe an anderen Leuten, ich weiß nicht, Foster, die von Comics und Crypto Comics und noch ein paar anderen, sich bereit gemacht hatten, und habe dann gefragt, was da so los ist. Und dann hat David eben gesagt, sie wollen jetzt die anderen Artists aufsuchen und unterschreiben lassen. Und da habe ich mich dann natürlich direkt angeschlossen, weil ich selber wenig Erfahrung damit habe und gar nicht wusste, wie ich das anstellen soll. Und dementsprechend bin ich da mitgegangen, und es war echt witzig, weil dann David vorausgegangen ist, wie so ein Vertrauenslehrer in Hogwarts gefühlt, so durch die Masse gepflügt und alle brav hinterhergewatschelt. Dann in der Con ein Stockwerk tiefer. Es ist halt eine Riesenhalle, alles voller Menschen, alle möglichen Artists, die eben da sind, dass man eben auch die Bücher signen lassen kann. Zum Teil mit meterlangen Schlangen, 20, 30, 40 Leute. Und sind wir erstmal so durch die Halle, und dann hatte David irgendwann aber, glaube ich, einfach keine Lust mehr, hat sein Telefon rausgenommen und ein bisschen telefoniert. Und dann hieß es, Kommando zurück, wir gehen dann nach oben zu einem anderen Stand. Und da hat David dann einen mit Handschlag begrüßt, also die kannten sich da ganz offensichtlich. Und der stellte sich heraus, dass das, weiß ich nicht, von CGC irgendein Head of Signatures oder sonst was war. Und da hat David dann für uns eingefädelt, dass wir alle einfach unsere Bücher abgeben konnten. Der hat dann noch verifiziert, dass David auch unterschreibt, und sich dann darum gekümmert, dass die anderen drei Main Artists, die an dem Buch bzw. Cover eben beteiligt waren, unterschreiben, dass alles verifiziert wird, dass alles gegradet wird und dann zu uns zurückgeschickt wird. Haben alle gesagt, ziemlicher Big Deal. Ich meine, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, keine Ahnung, aber der Captain und der Knight Rider haben am Tag danach noch manuell ihre Bücher graden lassen, und ich glaube, die haben da schon auch gesehen, dass das einiges an Aufwand ist. Wenn man wirklich eine verifizierte Unterschrift haben will, dann muss man sich von CGC eben jemand ins Schlepptau mitnehmen, der dann daneben steht, beziehungsweise wartet, bis man in der Schlange vorne dran ist, dann zuschaut, wie die Unterschrift gemacht wird, dann das ganze Buch irgendwie einpackt, versiegelt, dann weiter zum nächsten Stand. Genau, das hat, glaube ich, dann für die Bücher insgesamt so 2 Stunden gedauert oder so ungefähr. Hat dann glücklicherweise noch geklappt, aber ja, war einfach ziemlich cool zu sehen, was David da alles so einfädeln kann und dass der da auch echt sehr gut connected ist. Genau, das war so meine erste Grading Experience auf der Comic-Con. Das war der Freitag der Comic-Con, und es gibt aber tatsächlich noch einen weiteren Tag, und zwar nämlich den Samstag. Dort waren wir auch alle drei vertreten. Wir haben unter anderem dort auch unsere Comics dann gegradet, was, wie Simon auch gerade eben schon gesagt hat, eine Menge Aufwand war. Deswegen war das schon eine sehr, sehr coole Aktion von David, und ich denke mal, sowas könnte man tatsächlich auch auf weiteren Comic-Cons
definitiv mal erleben, falls Vivi dort nochmal ähnliche Drops mit physischen Comics machen wird, was unter anderem ja jetzt auch ein Part meiner Liste von dem Samstag ist. Zweiter Tag der Vivi Booth war eigentlich tatsächlich relativ leer, fand ich jedenfalls. Es gab das ein oder andere Event natürlich auf der Marvel Stage unter anderem, gab es aber tatsächlich auch einige Probleme, die man meiner Meinung nach jedenfalls offen auch ansprechen sollte. Denn das Internet auf der New York Comic Con war wirklich so miserabel, dass Vivi nicht es geschafft hat, ihre Augmented Reality Brille zum Laufen zu bringen, um das Marvel Viviverse auch wirklich zu zeigen. Also Marvel hat ja dort ihren eigenen Showroom. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Da muss man aber tatsächlich auch sagen, da liegt es tatsächlich dann einfach an der New York Comic Con, dass das Internet generell einfach so schlecht war, dass man trotzdem 5G angezeigt bekommen hat, aber nichts funktioniert hat, weil es einfach extremst überlastet war. Es gab aber tatsächlich auch noch positive Punkte. Beispielsweise Simon hat hier unter anderem auch nochmal welche in die Telegram-Gruppe geschickt, die ich jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen würde, die tatsächlich ganz interessante Insights geben, was uns in der Zukunft noch bei Vivi erwarten könnte. Es wird zum Beispiel ein neues, komplettes Web-Interface geben für die Web-App, und zwar ab dem nächsten Jahr. Laut Dan ist das jedenfalls in Arbeit und wird dann auch relativ zeitnah hoffentlich umgesetzt. Ich rechne aber eher damit, dass wir das tatsächlich allerspätestens nächstes Jahr im Sommer sehen werden. Vorher ist da, denke ich mal, ja noch nicht so viel zu erwarten. Ansonsten gibt es tatsächlich noch eine weitere sehr positive News, und zwar nämlich was das Thema Transfers angeht. Was Simon hier rausgefunden hat, finde ich ziemlich spannend und kommt tatsächlich ja auch von offiziellen Quellen. Dementsprechend, Transfers soll perspektivisch zurückkommen gegen eine festgelegte Fee, beziehungsweise je nach Mint, wegen dem Lizenzgeber einfach. Finde ich persönlich eine sehr coole Aussage und würde, denke ich, auch eine Menge Leute freuen, die schon ewig auf die Transfers warten. Ansonsten gibt es noch eine weitere sehr positive News neben den Transfers, und zwar nämlich was das Thema Offers bzw. Angebote angeht. Dort wird es anscheinend auch vorangehen, denn laut Simon bzw. laut der Quelle von Dan soll es so umgesetzt werden, dass man in einem Feld mehr oder weniger dann das Comic zum Beispiel mit einer bestimmten Mint eingeben kann. Man muss jetzt nicht mal auf den User irgendwie drauf gehen oder sowas, man kann das einfach eingeben, suchen und dann demjenigen ein Angebot schicken, und dementsprechend kommen mehr oder weniger so auch tatsächlich die Transfers zurück, was natürlich dafür Anforderungen dann kommen werden, ob das zum Beispiel mit MCP verknüpft sein wird oder man eine bestimmte Fee zahlen muss. Das steht natürlich jetzt noch im Raum, da wissen wir noch keine weiteren Details, aber das sind tatsächlich Dinge, die wir eventuell auch im nächsten Jahr schon erwarten können. Ansonsten gibt es auch noch kleinere News vom Viviverse. Dort soll unter anderem auch bald die nächste zweite Phase starten mit etwa 500 Leuten, die neu dazukommen werden. Ich habe unter anderem auch erfahren, dass ich auch dabei sein werde, und eventuell wird es tatsächlich auch eine Open Beta sein. Das heißt, dass wir Content sharen dürfen mit euch da draußen, wir tatsächlich dann vielleicht auch mit einem Livestream dort reingehen können ins Viviverse und uns das Ganze anschauen können. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Laut Dan soll tatsächlich auch schon dieses Jahr eine Open Beta starten. Ob das dann wirklich so umgesetzt wird, werden wir dann sehen. Wir wissen ja alle, wie das bei Vivi ganz gerne ist. Man kündigt etwas an und dann wird es doch nicht zeitnah umgesetzt. Deswegen, ich würde hier vielleicht so ein halbes Jahr nochmal Luft geben. Dann können wir allerspätestens auf jeden Fall Bilder auch wirklich aus dem Viviverse sehen. Ich kann nur sagen, es sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr nice aus. Ich komme jetzt gerade hier aus dem Schnitt. Ihr seht das auch gerade hier. Sehr, sehr schlechte Bildqualität und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, der Ton stimmt. Und das ist nämlich auch das Wichtigste. Denn ich bin eben ja ganz kurz auf das Thema Fidgetals, bevor wir jetzt hier diese ganzen Details besprochen haben, eingegangen. Und es wird anscheinend perspektivisch noch sehr, sehr viel mehr Fidgetals geben. Ich kann leider an dieser Stelle nicht wirklich diese Quelle nennen, woher ich das habe. Ich habe es aber auf jeden Fall mitbekommen. Und es wird perspektivisch auf jeden Fall auch in diese Richtung gehen, dass wir bei Vivi tatsächlich deutlich mehr Fidgetals auch wahrscheinlich im nächsten Jahr sehen werden. Wie viel in diesem Jahr noch passieren wird in Richtung Fidgetals, kann ich nicht sagen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass wir hier im nächsten Jahr nochmal eine deutlich größere Sparte an Fidgetals sehen werden, als dass wir es in diesem Jahr gesehen haben. In was für eine Art, mit welchen Brands, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall in diesem Bereich sehr stark gearbeitet, und dementsprechend, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da auch noch erwartet. Das Fazit der Comic-Con ist eigentlich, dass ich persönlich jedenfalls es sehr, sehr nice fand. Man hat viele Erfahrungen gesammelt. Es war für mich zum Beispiel auch das erste Mal in New York, dementsprechend auch hier mal in New York kennengelernt. Man hat viele Leute wiedergesehen, neue Connections geknüpft mit unterschiedlichsten Leuten aus der Community, und von daher für mich persönlich ein voller Erfolg. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch sagen, da das Video wahrscheinlich schon viel zu lang wird, dass ich euch jetzt auf jeden Fall hier auch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend wünsche. Bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.